Herr Fuchs. Ich muss dringend zu der Konsultation, die ab März online laufen soll, reagieren. Die Kommission macht das, um aus dem Europawahlkampf das Thema rauszunehmen und um so ein paar Anregungen für besseren Text zu bekommen. Wie formuliert sie es? Real wäre die Hauptfrage: Wollen die Europäerinnen und Europäer, wollen das die Parlamente und Regierungen? Ja oder nein? Die Antwort wird sehr deutlich sein. Sie wird nein sein. Wir brauchen und wollen diese Investorstaatsschiedsgerichtsklauseln und Rechte nicht. Und ich bin mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass die Kommission intern schon vorbereitet, das in so einem Fallen zu lassen. Aber wenn wir diese Konsultation nutzen möchten, dann sollten wir auf zwei Dinge hinweisen. Und wir wollen das zivilgesellschaftlich organisieren. Dafür brauchen wir die DigiTrade-Webseite gar nicht. Erstens, diese Reformen, die auch Frau Dr. Milchner angesprochen hat, und die Substanz, die dahinter steckt, um Gefahren einzunehmen, die reichen überhaupt nicht mit dem, was die Kommission da versucht. Da wird zum Beispiel auch in der Öffentlichkeit erzählt, öffentliche Regulierung bleibt erhalten. Aber der Satz, consistent with this agreement, also solange er im Einklang steht mit diesem TTIP, der wird verschwiegen. Es wird also getrickst, gelogen oder Halbwahres erzählt. Und das wird auch durch diese Konsultation nicht verhindert. Wir bieten als zivilgesellschaftliche Organisation und mit Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern eine detaillierte und sachliche Analyse des Textes, der da ansteht, an. Wir werden aber auch, und das ist mein zweiter Punkt, über CETA und den Text dort reden. Denn, meine Damen und Herren, da wird gegenwärtig ein völkerrechtlich verbindliches Abkommen verhandelt. Es soll bald abgeschlossen werden und soll dann gelten mit den Klagerechten der Unternehmen und auch der amerikanischen Unternehmen, die eine Niederlassung in Kanada haben. Uns wird gegeben ein TTIP-Text, den die Kommission im Sommer fallen lassen muss. Aber wir wollen den CETA-Text sehen, Herr Vollbrecht. Und warum stellen Sie den nicht online und der Bevölkerung in Europa und allen Parlamentariern, nicht nur ein paar Ausgewählten im Interausschuss, zur Verfügung? Dem verweigert sich die Kommission. Von daher sagen wir als Zivilgesellschaft, lassen wir uns nicht Kehre machen. Es ist ein schöner Teil davon mit der Konsultation. Und wir nutzen die und drumherum den Gesamtausstieg aus diesem ISDS-Drama zu organisieren. Transparenz, also das, wir haben jetzt zum Beispiel das Freihandelsabkommen mit Südkorea. Ja, das können Sie einsehen, das ist öffentlich einsehen. Das, wenn ein Verfahren, wenn eine Abkommen noch nicht vollständig abgeschlossen ist, dann kann man diesen Text noch nicht zugänglich machen. Man kann den Text erst zugänglich machen, wenn die Mitgliedstaaten, also die 28 in diesem Fall, dem zugestimmt haben. Also wir sind für größtmögliche Transparenz und die leide ich hinterher, sondern wenn die Mitgliedstaaten uns entsprechend dazu autorisieren. Das ist ja nicht der Fall gewesen. Ich will wirklich nicht jede Unmuts- oder Beifallsäußerung unterbinden hier. Aber sie sollte nicht dazu führen, dass der Sprecher nicht weiter sprechen kann. Bitte. Auch nur noch eine kurze Ergänzung von meiner Seite zu diesem Punkt. Sie sprachen ja davon, dass aus dieser Konsultation ein Modelltext hervorgehen soll. Und Herr Luch, der Handelskommissar, hat auch sehr klar gesagt, dass es darum geht, ISDS zu verbessern und den Reformbedarf, den Sie ansprachen. Wie Peter Fuchs eben schon richtig sagte, geht es aber nicht darum, die ISDS, also diese Investorstaat-Schiedsgerichtsbarkeit zu verbessern, sondern sie aus diesem Abkommen wirklich rauszuhalten. Wir brauchen es bei uns nicht. Wir haben funktionierende Gerichtsbarkeiten auf beiden Seiten und auch das Argument, es müssten Verträge abgelöst werden, die bereits zwischen einigen EU-Mitgliedstaaten bestehen und die unvorteilhaft sind, zählt auch nicht so wirklich dringend, denn da gibt es die Möglichkeit für diese Länder auszusteigen mit einer ungefähr einjährigen Frist. Und insofern kann es nicht darum gehen, bei dieser Konsultation einen verbesserten Text nachher vorzulegen, sondern die ISDS wirklich rauszuhalten. Und nochmal zu dem Beratungsgremium, das Sie eben angesprochen haben. Dieses Beratungsgremium ist von der EU-Kommission eingesetzt worden und die einzelnen Mitglieder sind ausgesucht worden, statt dass man auch der Zivilgesellschaft die Möglichkeit gegeben hätte, Nominierungen zu machen. Und es gibt auch keine Transparenz dazu, inwiefern die Vorschläge dieses Gremiums tatsächlich in die Verhandlungen einfließen werden. Insofern ist das ausgesprochen fragwürdig, ob das wirklich mehr als ein Feigenblatt ist. Und letztendlich zur Transparenz in den Verhandlungen.
wenn es bei WTO-Verhandlungen durchaus möglich ist, mehr Transparenz auch während der Verhandlungen herzustellen, warum geht es dann bei bilateralen Handelsverhandlungen?